Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza 20. In der letzten Folge haben wir dem Typen beim Nachtduell den M3 abgeknöpft, der ja leider standardmäßig ist, aber diese Folge wollten wir, oder wollte ich zumindest, erstmal hier diesen PS dann machen, was aber ein Gefahrenschild ist, weil das sieht man hier an diesem, ja, an diesem Schild mit dem Ausrufezeichen. Da düsen wir erstmal hin. In unserem, ja, dezenten kleinen Wagen, der sehr, sehr unsportlich ist, wie man sieht. Also schon sehr, sehr langsam, ne? Aber im nächsten, also die nächsten beiden Autos werden auf jeden Fall noch mal schneller werden. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen was verraten. Das ist ein Mini-Spoiler. Eines der nächsten beiden Autos ist ein Hypercar. Aber mehr sage ich natürlich nicht. Solltet ihr die Folge dann selber gucken. Und euch aber ihr Punkte. Okay, für die 20.000. Und ein BMW. Weil wir hier auch das Cyber Paradise. Ein bisschen wieder zu den Schiffswracks. Handbremse. Und man gibt ihn. Ich habe auch in der letzten Folge den Schwierigkeitsgrad einmal runtergestellt. Auf Experte, glaube ich. Zwar sehr ungern, aber. Naja. Ist aber mal was zu sagen, ne? Der ist halt, ich habe auch so ein bisschen aus den Spray-Gründen gemacht. Was dann auch, denke ich mal, angenehmer für euch wäre. Wenn ich dann auch mal öfter Erster werde. Ja, mal schauen. So, hier ist ein Gefahrenschild. Müssen wir noch mehr nehmen. Mein Audi ist ja sehr dafür geeignet, wie man sieht. Dann wird es ja der Quattro-Antrieb sonst notwendig. Moment, ich will da gerade rauf auf die Rampe. Und da steht hier der Baldwin, den ich auch schon mal im Mealswim gewonnen habe. Und go. Oh Gott. Oh Gott. 83,8, 0,5 hier Meter. Reicht das für 3 Sterne? Ach, 2. Mist. Und ich hatte mir schlecht mit dem Supersportwagen 133.000 Fans dabei verdient. Zack. So, im zweiten Gang geht der Audi auch gut. Was brauchen wir denn hier für 3 Sterne? 91 Meter. Ah, lieber nicht. Dann machen wir erstmal, was ist das hier, ein unentdeckter PR-Stand? Fahren wir mal dahin. Quasi hier um die Ecke. Also im zweiten Gang kann der Audi sich doch schon im Kreis drehen. Mit der Eigenschaft. Vom Quattro-Antrieb. Ja, bei Audi heißt. Bei Mercedes ist das ja, glaube ich, Formatic-Allradantrieb. Und ich bin ja fast im Haus gelandet. Bei VW, weiß ich nicht, was der heißt. Aber egal. Auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Schön breiter Ding, flach. Viel Leistung, geiler Sound. Netter Spoiler. Nette Farbe auch noch, natürlich. Das wunderschöne, ja. Eher helleres Blau. Oh Gott, Offroad und dem Audi. Das ist nicht gut. Das mag der Wagen wirklich überhaupt gar nicht. Aber doch, er ist gar nicht mal so schlecht wie Offroad. Das geht eigentlich. Mal gucken, was wir da finden. Ob es eine Fahrspaßliste ist, oder Referliste. Oder irgendwie halt ein wirklicher PR-Stand. Blitzer. Weiß ich so wirklich schnell. Hier geht auf jeden Fall deutlich mehr. Er gab auch nur einen Stern. War zu erwarten. 108.000 Fans dabei verdient. Das geht auch schneller, oder? Zwar brauchen wir da. 193 ist aber. Das ist gar nicht mal so wenig. Okay, wir probieren es mal. Ein bisschen Anlauf. Das war eine Kurve vorher, aber das könnte man noch eventuell hinkriegen. So. Ja, das dürfte reichen. So, schön der zweite. Dritter. Ja. Yep. Au. Das tut, glaube ich, ganz schön weh. Der Audi. Ja, das waren 2 Sterne. Machen wir jetzt für dich hier gute 26.000. Da haben wir auch fast schon die nächste Festival-Erweiterung freigeschalten. Da würde ich sagen, machen wir das Rennen aus der letzten Folge nochmal besser. Weil da sind wir nur Sechster geworden und das gefällt mir überhaupt gar nicht. Da muss einfach ein Sieg her oder wenigstens das Podium.
ja schon mal ein Anfang. Sollte ja trotzdem noch Fans dafür geben, nehme ich jetzt mal an. Okay. Okay, Audi. Und haben wir noch Straßenrennen vielleicht in der Stadt freigeschaltet? Ne, dafür muss ich 4 Kopf-an-Kopf-Siege haben. Okay. Das ist doch ganz schön viel. Ja. Mal die Niederlage hier ausbessern. So. Oh Gott, Transit. Ich dachte mal, dieses Auto in Forza gerne fährt, der sei geschlagen. Das ist ein furchtbares Auto, das ist furchtbar hässlich, furchtbar groß, furchtbar unübersichtlich, furchtbar langsam. An sich der Wagen ist. Auch wenn er sich einen richtig geilen Motor hätte, wäre er trotzdem scheiße. Weil das ist ein scheiß Lieferwagen. Aber trotzdem war das Fanrennen hier. Ne, wir stellen jetzt mal was anderes ein. Und zwar würde ich mal sagen, hier. Ja, German Performance. Darf ich dann den R8 fahren? Ich hoffe doch, oder? Ja. Das finde ich doch gut. Vor allem erstmal nur deutsche Schönheiten hier. Die sind zwar nicht alle Schönheiten, aber ich denke mal die meisten. Das ist sowas wie ein SLS könnte kommen, so ein alter R8, M6 bestimmt, AMG GTS, sowas in die Richtung. Auf jeden Fall was Geiles mit richtig viel Leistung. Also verhältnismäßig viel. Es gibt auch deutlich stärkere Autos hier, als die in Forza sind, aber. Damit bin ich mich auch zufrieden. Okay, ein X6. M natürlich. Gucken wir mal in die Startaufstellung. X6, R8, 190E, okay, C-Klasse, RS3, SL65, eine A-Klasse, AMG GT, M5, R66 und ein alter M3. Oder so gesehen, ja doch ein alter. Sondern er ist ja nur jetzt als Limousine verfügbar. So. Okay, vielleicht diese, der. AMG, der raucht hier natürlich. Weil er noch unnormal viel Dampf hat. So rum. Sogar mehr als meine 8 hier. Hoffentlich kein Allrad. Dann braucht ja alles Drehmoment. Ich habe auch immer so viel Drehmoment drauf, aber. Ja, einfach immer in diesem Wagen so viel Leistung drauf. Würde man sich auch fragen. So. Schon mal Dritter. Gar nicht mal so verkehrt. Natürlich ist der erste Platz mein Ziel. Den habe ich im Auge. Das war alles ein X6. Was ist da noch? Da noch mehr? Sah zumindest so aus der Ferne. Also ein X6 vor uns, das geht natürlich gar nicht. Sehr blamabel hinter dem zu landen. Ja, noch mehr. Ist auch ein neuer? Ja, ich glaube schon. Natürlich 8 gegen 8, also sehr faires Battle. Das hoffentlich zu meinen Gunsten ausgehen wird. Also der Abstand ist ja gar nicht mal so groß. Das sollten wir eigentlich schaffen. Entschuldigung. Das ist nicht so mega fair oder gewollt, aber dann bin ich vorbei. Also das kann man auch auf der Schwierigkeit sehr gut spielen. Fällt mir. Man spricht schon mal deutlich mehr an meinem Fähigkeitenlevel als Profi. Da muss ich wohl noch ein bisschen mehr fahren und mehr üben. Ja gut, nach 2 Wochen ist natürlich noch viel Zeit, um das alles zu verbessern. Deswegen ja noch keine Rennfahrer-Fahrkenntnisse. Natürlich oft relativ gute Rundenzeiten hier, aber halt mal ja, es ist nur so eine Runde und denken wir auch meistens die letzte Runde. Weil man dann noch so ein bisschen die Strecke kennt und weißt du, wie das alles hier ist, wo man bremsen muss. Ich könnte mir auch die Ideallinie anzeigen lassen, aber die ist einfach Quatsch. Das ist dann eigentlich nur, ja, das ist ja fast, als wenn du nur noch Gas geben musst, finde ich. Weil du wirst ja dann genau, wenn du bremsen musst, du kannst dich ja so gesehen theoretisch gar nicht verbremsen. Natürlich auch so, wenn du abkürzt und dann irgendwas anderes machst. Aber wenn du wirklich hier nach der Ideallinie fahren würdest, dann könntest du dich ja eigentlich nicht verbremsen. Zumindest wenn die alles richtig anzeigt. Deswegen sehr langweilig.
Das gewinnen wir auch so ganz locker. Aber leider eine sehr schlechte Rundenzeit. Ich bin, glaube ich, im letzten Rennen, oder wo wir vorhin gefahren sind, 45er Zeit gefahren, oder 46er. Aber trotzdem eine ganz passable Rundenzeit. Sogar die beste. Okay, der 5. war noch relativ nah dran. Das war alles so 48er, 49er Bereich oder auch 50er. Aber trotzdem wenigstens jetzt gewonnen. Sehr, sehr schön ist. Wieder, ja, gut 8000 P und ein Wheelspin. Sehr schön. Was gewinnen wir jetzt? Bitte was Geiles. Okay, ich könnte dann Ford GT gewinnen. Weder ein geileres Auto oder natürlich Geld. Ja, 80.000 nehme ich lieber. Damit kann ich doch schon etwas mehr anfangen. So, noch einige Fans, Alter. So, dann brauchen wir nur noch 20.000 Fans. 40.000. So rum. Das heißt also, denke ich mal, noch ein Rennen. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Oder könnte ich theoretisch auch hier so eine PR-Sachen wieder machen. Okay, eine Driftzone. Da, ach, unentdeckter PR-Stand. Das wird aber wohl eine Driftzone sein. Was haben wir noch? Beim Blitzer. Da muss man aber echt schnell sein. Okay, springen könnten wir da noch. Aber 168 Meter. Auf keinen Fall. Wir machen mal, glaube ich, hier die Löffelliste. Ist ein Mittel, aber das könnten wir doch eigentlich schaffen. Je nachdem, welches Auto das ist. Bin ich mal gespannt, was da so steht. Ich finde, das Fahrzeug da auf uns wartet. Dass gerne gefahren werden möchte. Hoffentlich ein sehr schönes Fahrzeug. Mit dem man gerne Sachen macht. Nicht wie mit dem R-Ticken. Endpacken fahren. Oder in der vorletzten Folge war das, glaube ich, mit dem Rolls-Royce. Das war jetzt auch nicht so das Gelbe von mir mit dem Wagen. Mit diesem Schiff. Sehr geil. Quasi ein Schiff. Da könnte aber noch fast so einen LKW-Führerschein für brauchen. Bei dem Riesenteil. Da gibt es auch Autos, die schwerer sind, aber die haben dann auch halbwegs, ich sag mal, Performance oder Handling. Der Wagen ist halt wirklich ein Schiff. Sowohl vom Aussehen, von den Daten als auch vom Fahrgefühl. So, was noch mit dir fahren? Komm ja, Allradantrieb. Das hatte ich ganz so ein großes Problem. Und hier steht. Oh mein Gott. Ist das der HSV Malou? Ich habe vorhin gesehen, hier hat 430 kW, also. Oh Gott, im Regen. Genießen Sie australischen Wahnsinn im HSV Malou. 2014, oder vor 2014. Das wunderschöne Radio ist an mit toller Gamer-Musik, was ich gleich mal wieder ausschalten werde. Aha. Wieder, ist das Backwind oder ist das Epitap? Na, Backwind. Zur Driftzone. Oh Gott, das kann nicht gut gehen. Und ja, der hat Leistung. Und was würde ich mal behaupten? Aber was haben sich die Australier dabei gedacht, solche Autos zu entwickeln? Das frage ich mich bis heute. Weil besonders praktisch, naja, da könnte man sich eigentlich auch direkt ein Pickup kaufen. Der wäre, glaube ich, besser als das hier. Oder auch ein bisschen praktischer. Okay, 25.000 Punkte, wollte ich mich verarschen. Das ist nicht euer Ernst. Okay, nochmal. Ja, geschafft. Oh, da hat sogar 30.000 Punkte. Sehr gut. Naja. Nicht wirklich, aber geschafft, das geschafft. Dem HSV. Aber der hat einen geilen Sound. Denke ich mal noch einen Saugmotor. Ist das ein Kompressor? Will jetzt aber nicht wirklich Kompressor sein, ich weiß nicht genau. Sollte von Fans erreichen? Jupp. Knapp 8 Millionen Fans haben wir. Eine Festivalerweiterung ist bereit. Das freut mich natürlich. Dann haben wir auch bald die 10 Millionen Fans erreicht. Wird noch das nächste und glaube ich auch letzte Schaurennen sein wird. Gibt wieder im letzten Teil leider nur 5 Schaurennen. Was ich ein bisschen schade finde. Die Schaurennen sind wirklich sehr, sehr gut inszeniert. Das ist auf jeden Fall eine Stärke von Forza. Hallo Fabian,
Wir müssen unsere Festivalausstattung dringend erweitern. Toilettenhäuschen meine ich. Wir brauchen viel mehr Toilettenhäuschen. Würde ich auch sagen. Ganz wichtig beim Wahlkampf, wir brauchen mehr Toilettenhäuschen. Ich könnte nach Teilen sogar durchfällt erzählen. Wir dachten ja, da werde ich fahren, da sind wir bisher nur Stufe 2. Deswegen muss es noch ein bisschen aufgebaut werden. Nur dass ich sag mal gleichwertig zu den anderen ist. Die sind ja schon. Hier ist ja was Paradise, ist Stufe 4. Das Outback auch und Byron Bay glaube ich auch richtig. Deswegen. Genau. Nur noch gut 2 Millionen Fans zum nächsten und letzten Schauerrennen. Geht relativ zügig, aber. Ich kann auch noch weiterspielen. Ist ja nicht so, dass das dann aufhört. Weil man kann auch mehr Fans sammeln. Ich glaube, bis 25 Millionen geht das. Also noch einige. Die natürlich auch irgendwann kriegen, die Fans. Bestimmt nicht in den nächsten 3-4 Folgen, aber demnächst. Wir fahren halt über 300 nebenbei. Einfach mal so. Ich bin mal so aufgefallen. Im Regen. Mit 320. Der Landstraße. Schalten einfach mal. Das Verfahren. Halt an, halt an. Oder so. Wie schön der Regen hier aussieht. Gefällt mir auch hier sehr. Ich achte im Regen. Ich meine, wie pornomäßig sieht das denn bitte aus? Mal ganz ehrlich. Das ist einfach. Die D8, erst. Der war früher Sex auf Rädern. Jetzt ist der Sex auf. Weiß ich nicht. Auf mehr Rädern. Jetzt zwar noch 4 Räder, aber das ist trotzdem einfach nur ein geiler Wagen. Besonders im Regen. Schauen wir mal, was die Bauarbeiter hier so hinlegen können. Die übrigens sehr schnell die Hand weg da machen. Stufe 3, Yarra Valley. Mal gucken, was sie jetzt für neue Events kriegen. Oder neue PR-Stunts. Vielleicht noch so ein paar. Achso, ich kann wieder was kaufen, natürlich. Oder gratis bekommen. Ich weiß nicht genau. Ah, wieder günstiger. Ja, den Alfa Romeo 80 Competizione, Jaguar F-Type R Coupé, Maserati Gran Turismo S, der Rolls-Royce Dawn und der Rolls-Royce Wave. Auch dass die keiner braucht, aber ich habe nichts gesagt. Die auch beide ziemlich langsam sind. Die 8er Geschwindigkeit ist halt ordentlich, aber 7er Beschleunigung. Für 465 kW, das ist doch schon, naja. Da hat sogar der hier mehr mit 336 kW, aber ja gut, was wiegt denn der eigentlich so? Achso, 2,4 Tonnen. Boah, Alter. Wir kaufen uns, glaube ich, mal den F-Type, wenn er günstiger ist. 20.000 reduziert. Das nehmen wir doch gerne. Aber den F-Type werden wir in der nächsten Folge nicht fahren, weil der ist natürlich langsamer als Audi. Wir nehmen den mal hier in diesem wunderschönen Orange, was ziemlich, ziemlich fett aussieht. Und zwar werden wir was Englisches fahren. Das kann ich schon mal verraten. Aber nichts Normales, was natürlich sehr, sehr krank ist. Finde ich zumindest sehr, sehr krank. Ist aber im Topspeed nicht so schnell wie der Audi. Dafür denke ich mal an die Kurven. Ja, dürfte der schneller sein? Ich kann es mir vorstellen. Und zwar habe ich den Wagen schon in der Garage, weil ich ihn mit dem Wheelspin gewonnen habe. Und zwar fahren wir jetzt den Ariel Atom 500 V8. Ist kein netter Geschoss. Das ist, ich meine, wiegt sehr wenig, hat viel Dampf. Ich meine, wirklich, das Ding, ne? Das muss man sich mal angucken. Das ist eher so ein etwas größeres Go-Kart, aber auch mit einem ziemlich großen Motor. Ich glaube, ein 3 Liter V8 Motor mit auf jeden Fall über 400 PS, das weiß ich. Also genug, kann man auch mal sagen. Genug ist, glaube ich, so das Treffende. Der hat schon auch wirklich echt viele Punkte. Und bis was machen wir noch? Vielleicht bessere Bremsen. Ich meine, der hat schon sehr schwache Bremsen. Könnt ihr natürlich hochlegen. Okay, 354 kW, das sind ja gute 480 PS, 485 PS, so im Dreh. Nur die wie immer. So, das wollte ich nicht einbauen, ich wollte das
Renngetriebe einbauen. Wodurch wir auch mehr Topspeed kriegen. Was ich natürlich sehr begrüße. Felgen, die lasse ich so. Wir können nicht mal Rennreifen drauf machen, okay. Und ich könnte mir was noch. Okay, wir können das abmachen. Das sieht ziemlich blöd aus. Und ja, das sieht auch ziemlich blöd aus. Bringt uns aber ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber dafür halt geht die Beschleunigung sehr stark zurück. An sich bremsen, starten, geht auch alles zurück. Nein. Das ist ein Wagen so, der ist ja gar nicht mal so langsam. Also wiegt noch knapp über 600 Kilo. Bei fast 500 PS, das ist mal eine Hausnummer. Also Leistungsgewicht definitiv bisher das beste Auto, was wir gefahren sind. Tippe ich jetzt mal. Hab ich jetzt nicht genau ausgerechnet, aber das sollte zumindest so sein. Horizon wartet, Boss. Jetzt bloß nicht nachlassen. Ja. Was haben wir denn hier? Einen Blitzer. Das können wir doch auf jeden Fall mal machen. Ach du Scheiße. Hihi, also der dreht auch so ein bisschen hoch, so an die 11.000 ran. Ach du Scheiße. Also wie man sieht, der geht schon ordentlich voran. Alter, ist das Ding krank? Ich meine, das ist halt auch sehr, sehr klein, also gar nicht mal so groß aus. So, was können wir denn so ein bisschen am Setup machen? Wie tief ist denn der Wagen gelegt? Okay, ich glaube, das mal ein bisschen runter gehen wir, glaube ich, noch. Okay. Ach komm. Ich würde in die Hose gehen, aber das ist mir jetzt relativ egal. Könnt ihr irgendwann verstellen, dass ich sehr gut finde. Dann gehen wir mal ein bisschen mehr auf Kurven hinten, auf 93. Vorne ein bisschen weniger, auf 180, denke ich mal. Ja. Ja, 175 machen wir sogar. Natürlich, wie immer, Getriebe sehr, sehr wichtig. Was fährt denn der Wagen? Das war ein Topspeed. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich das noch ein bisschen kürzer machen, das Getriebe? Geht das? Ja, wunderbar. Ach ja, das dürfte erstmal reichen. Ja, das ist. Geht auch mal ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen gestanced. Okay, die ersten Gang, wo ich jetzt bin, ist ja klar. Aber halt eine mittelmäßige Beschleunigung. Das ist noch kein super Topspeed, aber ganz ehrlich, mit dem Wagen will man auch nicht weit über 300 fahren. Da können wir noch ein Foto machen. Auch hier ein Extreme Track Toy. Der Lotus 211. Ist natürlich nicht ganz so stark wie unser hier. Also natürlich nicht ganz in Anführungszeichen. Also der hat schon, ich glaube, weniger als halb so viel PS. Wenn es ja. Wenn so ein Ding 200 PS wäre auch schon viel zu wenig. Und ja, der geht auf jeden Fall mal ab, der Wagen. Ja, mal von innen fahren. Oh, shit. Auf Hoden, nee, wir fahren das mal von der anderen Seite an. Würde ich mal sagen, oder? Ja. Ich weiß auch von wo. Das ist schon, ich würde mal sagen, Go-Kart-Feeling. Auch so, was auch das Lenkverhalten. Also, ist glaube ich schon. Also, ich brauche glaube ich gar nichts mehr zu sagen, wie schön direkt sich das fährt. Also, wie schnell das reagiert. Das ist wirklich krank. Oh Gott, da habe ich mal ein Spiegel abgefahren. Der Wagen hat glaube ich sogar zumindest in Großbritannien in den Straßen zu lassen. Ich fahre mal hier die nächste. Aber Deutschland müsste er, glaube ich, keiner haben. Also wegen Sicherheitssachen und sowas. Denke ich jetzt mal. Ich meine, wer den da fahren kann, das ist doch gut für die. Aber das sieht halt der TÜV, ich sag mal, nicht ganz so wie ihn. Da drüben auf der Insel. Da werden noch ein paar Autos fotografieren. Der BAC Mono habe ich gesehen. Ein Weiß. Auch ein nettes Teil. Und noch, was war da noch? Der Lotus 340R, und wir haben jetzt auch mittlerweile über 300 Autos fotografiert und kriegen dafür auch einen kleinen Erfolg. 20 Gamer Score. Also mein Ziel wird es eh sein, alle Erfolge zu machen, weil das ist ja klar. Fahren wir nämlich hier lang. Jetzt können wir mehr Anlauf nehmen. Schon mit Vollspeed auf den Blitzer fahren. Um vielleicht direkt das Sterne zu kassieren. Wäre schon mal nicht schlecht. Ja. Alter.
Aber der geht halt so gut ab, der Wagen. Das ist. Vor allem auch, der hat ja nicht mal 500 PS. Weil durch das wirklich extrem geringe Gewicht geht halt sowas von ab der eine Rakete. Und man sieht doch ja quasi aus mit diesem riesen Flügel. Auch dem Aerodynamik-Kit. Also ist schon. Also ein Go-Kart für richtige Männer mit richtig Leistung. Ey. Pizza, zack. Das gereicht? Ich glaube nicht, dass es für drei Sterne gereicht hat, aber wir gucken mal. Da warten wir ab. Au. Danke. So, auf Monster 20.000 Fans verdient. Ja, schön. Fast 8,1 Millionen. Was hätten wir denn fahren müssen? Oh. Ja gut. 320 ist mit dem Ding nicht möglich. Das gehen wir noch eine Blitzerzone. Da haben wir ein Rennen, was wir fahren könnten. Da eine Löffelliste. Was haben wir denn noch hier? Achso, ein Danger Sign. Ist doch ein Blitzer. 257, das schaffen wir auf jeden Fall. So, das machen wir jetzt auch nochmal besser auf 2 Sterne. So, ich mache wieder kurz Cockpit. Was einfach ziemlich nice ist bei dem Wagen. Ich kann auch so ein bisschen, ich sag mal, so die Federung arbeiten sehen. Oder meine kleine Scheibe, die ist sogar gesplittert. Oder ist kaputt zumindest. Ja, noch ein Auto. War das ein Ultima? Ich weiß nicht genau, was. Keine Ahnung. Ein bisschen überdreht. Aber der Wagen, der macht halt übelst viel Laune. Weil damit kannst du wirklich durch Kurven jagen, das ist phänomenal. Ich bin ja auch in Horizon 2 sehr gerne gefahren. Der halt ein extrem gutes Handling hat. Und trotzdem auch noch relativ schnell ist. Und gut mithalten kann mit anderen Autos. Und auch gut andere Autos scratchen kann. Das ist auch eine sehr geile Funktion des Airwheels. Die wird sogar mitgeliefert. Dazu braucht man nichts bezahlen. Das ist keine extra Ausstattung. Okay, jetzt bergauf hier das schaffen. Nee. Aber in einer anderen Richtung werden sie es schon schaffen. Wenn wir von oben Anlauf nehmen werden. Habe ich da gerade einen erbrochenen Presser gehört von F-Teil? Ich glaube schon. So. So, was haben wir hier noch? Noch ein Blitzer. Komm, machen wir erstmal den und auf dem Rückweg den anderen. Der ist auch gleich die Folge schon wieder vorbei. Leider. Glaube ich noch einstellen werden. Tippe ich jetzt mal. Einmal hier die andere Bremse zücken. Yep. Oder ein paar Fans verdient hier wieder. Also 100.000 Fans, einfach nur geblitzt worden. 100.000 Fans. Wir brauchen. Oh, 274, das ist schon ordentlich. Aber ich denke mal, ja, das kann man aus der Richtung schon schaffen. Jetzt werden wir mal den Blitzer hier. Schön Vollgas nehmen. Das hätten wir endlich die geforderte Geschwindigkeit schaffen können. Weil sieht zumindest nicht so schwer aus. Zumindest aus der Richtung. Weil ja viel Speed mitnehmen kann. Wenn vor der anderen Richtung, da wäre eine Kurve. Und hier ist ein Auto im Gegenverkehr. Also ich fahre manchmal wirklich immer noch rechts, obwohl es ja Linksverkehr ist. Das ist echt komisch. Ja. Locker. Oh Gott. Trotzdem bei der Geschwindigkeit gibt es noch so ein Handling. Mit 286 geblitzt worden. Kann man ja mal machen. In so einem Teil. Und natürlich gibt es dafür 2 Sterne. Und 25.000 Fans. Dann stelle ich mich mal hier irgendwo hin. Wo am besten? Einfach mal hier so. Knappes Festival. Dann würde ich mal sagen, was ist auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 3? Ich habe schon fast Horizon 2 gesagt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier diesen Aerial weiterfahren werden. Und auch schön um die Kurven treiben werden. Weil der, denke ich mal, einen ordentlichen Kurvenspeeder-Wagen. Dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.